macht langsam wirklich keinen Spaß mehr, wenn man ständig mit Renovierungsarbeiten und Provisorien beschäftigt ist, um hier Risse zu sanieren oder für Sicherheit zu sorgen, dass man nicht einen Wasserrohrbruch oder irgendwo einen Einsturz von der Wand hat. Dieter Eger wohnt in der Altinger Straße in Böblingen. Die SZBZ hat er in sein Haus gelassen, das in zwei Hälften auseinanderdriftet. Eger erzählt. Unser Keller ist mittlerweile in zwei Teile gerissen. Das Fundament ist auseinandergerissen. Alle tragenden Wände. Die Decke, also wirklich komplett durch in zwei Teile. In der Decke sind inzwischen richtige Löcher entstanden. Es brechen immer wieder einzelne Teile raus und sorgen dafür, dass die Löcher noch größer werden. Inzwischen sind manche Risse so groß, dass man sogar durch tragende Wände hindurchschauen kann. Hier hat uns der Statiker nahegelegt, eine Stütze zu installieren, damit der Türsturz und das Reststück Wand, was abgebrochen ist, abgestützt wird und nicht plötzlich die ganze Last hier auf dem Türrahmen liegt. Hier musste ich die Wand aufschlagen, um den Wasserrohren etwas Spiel zu verschaffen, weil ich lebe ständig mit der Angst, dass eine Wasserleitung kaputt geht und wir hier einen riesen Wasserschaden produzieren. Hier haben wir die Fuge zwischen Altbau und Anbau. Inzwischen hat die sich so vergrößert, da reden wir von 2,5 bis 3 cm. Diese Fuge war ursprünglich einmal genau gleich breit wie die normale Fliesenfuge. Hier auf dem Bild sieht man, wie breit der Riss vor der Reparatur war. Hier haben wir das Problem, dass leider ein Stück von der Wand ausgebrochen ist zwischen den beiden Gebäudeteilen. Deswegen ist der Riss so groß, dass man mit der ganzen Hand, mit dem ganzen Arm reinfassen kann. Und das haben wir repariert, indem wir hier Alufolie und Mineralwolle reingestopft haben, 30 cm tief. Dann darf ich Ihnen den Riss unterhalb vom Teppichboden zeigen. Übrigens, hier gab es ursprünglich keine Fuge. Das hat sich alles durch die Verschiebungen entwickelt, durch die Erdhebungen. Und hier unten sieht es jetzt so aus. Hier sieht man, wie zwei Gebäudeteile auseinanderwandern. Ursprünglich war das alles mal beieinander. Inzwischen sind 2,5 cm Abstand. Ich bin laufend am Abdichten mit Acryl, um das Haus vor Feuchtigkeitsschäden zu bewahren, weil das Problem ist, die Fachleute sagen, man muss da was tun, um Folgeschäden zu verhindern, Feuchtigkeitseinbruch zu verhindern, speziell im Winter. Wenn es gefriert, platzt sonst die Wand auf. Inzwischen können wir nachts leider nicht mehr gut schlafen, weil wir ständig mit dem Haus beschäftigt sind und überlegen, ja, hält die Wasserleitung dicht über Nacht oder nicht. Man kann nicht mehr guten Gewissens in Urlaub gehen, weil ich kann mir nicht vorstellen, man sitzt jetzt im Flieger und ist da unterwegs in die Karibik und denkt dann ständig ans Haus und macht sich Sorgen, dass doch irgendwas passiert oder es kommt tatsächlich ein Anruf von der Nachbarschaft, Herr Eger, mit Ihrem Haus gibt es ein Problem, kommen Sie bitte sofort nach Hause. Deswegen überhaupt kein gutes Gefühl im Augenblick.